Die nachfolgende Sendung widmet Ihnen K-Kosmetik, der Spezialist in Siegendorf, Gewerbezone Ost, für exklusive Autoreinigung, Autoglastönung, Autolackfolie und Lackaufbereitung. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Motor TV. Heute berichten wir für Sie noch vom Finale des Histocups. Davor zeigen wir Ihnen aber noch Neuigkeiten vom Automarkt. Die siebte Generation des VW Golf wird heuer am 8. November in Österreich ihre Markteinführung feiern. Bereits ab sofort startet der Vorverkauf. Der Einstieg in die neue Golfklasse erfolgt mit einem 85 PS TSI-Motor, der das bisherige 80 PS Benzintriebwerk als Einstiegsmotor ersetzt. Das neu entwickelte Aggregat sorgt bereits in der Basis für mehr Leistung bei zugleich deutlich niedrigerem Verbrauch. Der Einstiegspreis für den neuen Golf beträgt 18.290 Euro. Ebenfalls ab sofort bestellbar ist der neue Audi R8. Von Anfang an erhältlich ist sowohl das Coupé als auch der offene Spider. Im Bereich des Designs wurde der R8 in vielen Details überarbeitet und weiterentwickelt und zeigt sich nun noch attraktiver, noch dynamischer und noch schärfer. Die Kombination aus Mittelmotor und Quattro-Antrieb sichert dem R8 auch weiterhin seine topsportliche Alleinstellung am Markt. Der Supersportwagen wird ab Mitte November auf Österreichstraßen zu sehen sein. Autohaus Weintritt präsentiert zum Jubiläum die 25 Jahre Weintritt Spezialedition. Ford Fiesta Spezialedition inklusive 5 Jahre Garantie ab 8.990 Euro oder um 115 Euro im Monat ohne Anzahlung. Mehrere Infos unter www.weintritt.at. Wenn Sie denken, Komfort sollte noch komfortabler sein, Raum sollte noch geräumiger sein, wenn Sie denken, Wert sollte noch wertiger sein, und Zufriedenheit sollte für viele Jahre garantiert sein, dann denken wir, Sie sollten den neuen Hyundai i30 fahren. Was denken Sie? Die neue i30-Generation. Wenn Sie denken, Sie kennen Hyundai, überdenken Sie es. Jetzt bei Schwarz in Mönchhof. Denzel in Eisenstadt. Dorna in Markt St. Martin. Und Weber in Hochstraß. Autohaus Weintritt präsentiert zum Jubiläum die 25 Jahre Weintritt Spezialedition. Ford Focus Spezialedition inklusive 5 Jahre Garantie ab 16.660 Euro oder um 255 Euro im Monat ohne Anzahlung. Mehr Infos unter www.weintritt.at. Alle Autos, alle Infos, ein Heft. Alles Auto. Jeden Monat neu. Zum letzten Mal für heuer heulten die Motoren der Histocup-Boliden. Vorerst gab es aber noch einiges am Salzburgring zu holen und die Punkte, die waren hart umkämpft. Diesen Beitrag widmet Ihnen Ravinol Motorenöle und Remus Sportauspuff. Nicht nur die Sonne strahlt über dem Salzburgring. Alle Beteiligten des Histocup haben an diesem Rennwochenende zufriedene Mienen, wenn sie an die Saison 2012 denken. Eigentlich ist es fantastisch gelaufen, wenn man so ein Österreich-Finale hat wie da an dem Wochenende mit herrlichen Sonnenscheinen, mit 300 Rennabwegen da, mit vielen Zuschauern. Das ist einfach fantastisch. Wir sind mittlerweile wirklich die Größten in Österreich und in Mitteleuropa sowieso und den Status wollen wir weiter behalten.
Die tolle Atmosphäre überträgt sich aber nicht auf die Rennstrecke. Die Fahrer kämpfen bei der BMW 325i Challenge um jeden Punkt und so gibt es einige Zwischenfälle, wie zum Beispiel hier verursacht von Günther Leutgeb, der fast schon zu viel riskiert. Das Rennen geht glücklicherweise ohne Verletzungen über die Runden, einer kratzt aber an den Egos der Gruppe A Spitzenpiloten. Während die beiden Gesamtwertungsführenden Stefnia und Grassl um die Punkte kämpfen, kann Michael Hollerweger überholen. Ich habe nicht damit gerechnet, ich bin ja vom dritten Startplatz weggefahren, weil ich im Qualifying einfach nicht wirklich eine Zeit zusammengebracht habe. Nachdem ich ja nicht um den Titel mitfahre, habe ich mir gedacht, ich schaue mir das von hinten an, nachdem dann der Georg einen Fehler in der Schikane gemacht hat, war der erste erledigt und dann habe ich ein ganz feines Ausbremsmanöver in der Bridgestone gestartet gegen einen Grassl und habe dort den Grassl ausbremst und war dann vorn. Trotz Hollerwegers Sieg an diesem Wochenende schafft er es in der Gesamtwertung nur auf Platz 3, da er nur unregelmäßig an der Challenge teilnimmt. Hinter ihm platziert sich der Deutsche Franz Grassl. Der Gesamtsieger der Gruppe A heißt 2012 erstmals Georg Stefni. Ja, ich muss sagen, also die Saison die war eigentlich von Anfang an bis Ende ein Traum. Wir haben sehr wenig Schwierigkeiten gehabt, was in den Jahren davor technisch bedingt leider doch des Öfteren war. Und die Saison ist eigentlich alles relativ glatt gelaufen, immer vorne dabei. In der seriennahen Gruppe N der BMW Challenge darf sich der Deutsche Christian Walleit über den Gesamtsieg freuen. Hinter ihm haben es mit Marco Hürbin, ein Schweizer, und mit Herbert Heimerl, ein weiterer Deutscher, aufs Podest geschafft. Ausruhen können sich die Top 3 dort aber nicht, denn nächstes Jahr wird es noch härter. Wir haben uns vor einem Jahr schon entschieden, dass wir die Gruppe A auflassen werden, weil die Kosten dort extrem teuer sind und extrem hoch sind. Und wir werden nur die Gruppe N fahren lassen. Das macht es eigentlich noch spannender dann. Spannend sind auch die letzten Entscheidungen in den anderen Rennserien des Histocup. In der Formel Historic geht der vorerst gesamtführende Grafinger in seinem Lotus 51A vor seinem stärksten Verfolger Stefan Eisinger im PRS ins Ziel. Richard Grafinger kann sich so die entscheidenden Punkte sichern und darf sich über den Gesamtsieg freuen. Im Youngtimer-Ranking ist der Wiener Markus Wege mit seinem BMW M3 E46 heuer unschlagbar und fährt verdient auf Platz 1. Die Saison ist sehr gut für mich gelaufen, keine Ausfälle, alle Rennen gewonnen, also hat alles passt. Bei den Spezialtourenwagen gelingt dem Münchner Norbert Müller in seinem Alfa Romeo der Gesamtsieg. In der Serie der Rennwagen an Hank K. geht der erste Platz nach Österreich. Thomas Kaiser holt im spannendsten Finale seit Jahren den Gesamtsieg in seinem Mini Cooper mit nur einem Punkt Vorsprung auf Bernhard Deutsch im Steirer Puch. Den Winter wollen die Fahrer jetzt nutzen, um an ihren Autos zu schrauben und so nächstes Jahr noch mehr aus ihnen herauszuholen. Für alle, die nicht so lange warten wollen, gibt es bei der neuen Rennsportmesse am Salzburgring am 20. und 21. Oktober alles rund um den Motorsport. Die Fans des Histocup können sich kommende Saison also wieder auf spannende Rennen mit reichlich PS-Power freuen. Diesen Beitrag widmete Ihnen Ravinol Motorenöle. Und Remus Sportauspuff. Das war die heutige Ausgabe von Motor TV. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Da zeigen wir Ihnen nämlich die Highlights vom Pariser Autosalon. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Diese Sendung widmete Ihnen Car-Kosmetik, der Spezialist in Siegendorf, Gewerbezone Ost, für exklusive Autoreinigung, Autoglastönung, Autolackfolie und Lackaufbereitung.